Wir sind wieder zurück bei GTA Online und wir machen heute wieder Walles Lieblingsbeschäftigung, Aktivität. Ja, absolut. Ne? Ab in die Lüfte. Ist ja definitiv so. Der Sarrazer freut sich immer wieder, wenn es in die Luft geht. Wenn er in die Luft gehen kann, vor ausrasten. Du ausraste, Alter! Alter, ich raste so aus, ja? Ich fick euch alle! Ja, sorry für die, die das nicht ertragen haben, aber ich musste erst kurz meine Aggression loswerden, bevor ich das überhaupt starte. Weil du fickst uns alle, bitte. Ja, aber ich nur mal einwerfen, Gott. Aus Aggressionsgründen, weißt du, übrigens. Aus Aggressionsgründen. Hast du vielleicht, Alter, was ist ein Megajump? Alter. Und an dem ich dich durchnehmen will, Termin. Ja. Im Matheunterricht. Im Mathe? Ach, du willst mir Mathe-Nachhilfe geben? Auf der Matte. Auf der Matte, der Kurier hat verstanden. Es geht um Curry, ey. Pulver. Was? Thomas, sonst ist das okay, oder? Nö, nö. Heute Ausflipper-Folge, jo, jo, jo. Ich muss hier rüber. Ich muss in dieser verkackten Flugschule. Die ist ja auf dem, auf der ist ja auf dem, der Treble, war die? Treble. Was kommt denn jetzt? Oh, jetzt kommt, Alles klar. Warum kann man hier nicht runter? Muss ich runterspringen? Tut mir leid, liebes Auto. Bin übrigens wieder in einem neuen Outfit. Ich hab mich gerade eben noch schnell umgezogen. Hohoho. Ach, Freunde. Ja, also. Hä? Und sonst? Alles gut. Alles also jetzt, ich bin vorhin von der Autobahn runtergefallen, jetzt muss ich da extra nochmal hinfahren, ey, weißt du? Ich kotze gleich ins Essen. Das habe ich auch öfters. Kotze gleich ins Essen? Ich kacke gleich ins Gemüse. Ja, ich kacke ins Gemüse, ich kotze ins Essen, weißt du? Nee. Nee, siehst du nicht, oder was? Nee. Was ist denn los mit dir, Alter? Was ist los mit dir, ne? Soll ich denn aber, nachdem du das jetzt gehört hast, kannst du ja gerne mal an Weihnachten... Alter, Schießparcours. Nein! Absolviere einen Schießparcours in einem Militärhubschrauber. Nein! Bodennaher Flug, Flaggen aufsammeln und Leitmaschine folgen. Ach du Scheiße. Das liegt noch vor uns. Oh nein. Okay, seid ihr ready? Ja. Ich mach gerade noch einen. Ich schneide das ja eh wieder zusammen, aber bis dahin. Wir legen mal los. Ah, da, der Bildschirm ist geil. Super. Wie viel Zeit im Leben für Ladebildschirm drauf geht, das müsst ihr auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Hat das vielleicht wer kalkuliert? Kalkulation. Geh ich nie hin. Niemals. Ich? Ich nicht. Also das Problem ist, ich muss ja den Flieger irgendwie easy going in der Luft halten. Das mache ich am besten mit nicht richtig lenken, sondern nur mit dem gemütlichen. Also ich kann euch empfehlen, dass ihr die Minigun die ganze Zeit einfach durchgehend schießt, dann ist es leichter. Okay, ich mache das jetzt ganz langsam. Hast du auch eine Minigun, Kevin? Wie halte ich mich denn am besten in der Luft? Oh, da ist ja schon das erste Ziel. Am besten Gas geben. Gab mal einen, der das vor 50 Jahren auch gesagt hat. Ist doch so klar. Wow. Ah, echt, die Minigun muss man machen. Das erste Ziel habe ich. Ganz schlecht. Aber ich hoffe, ich schaff's. Boah, ist das übel. Immer ein bisschen Gas geben am besten, ne? So, tak, tak, tak. So, nächstes Ziel erledigt. Wie schieße ich denn bei dem Ding nochmal? Mit A. Mit A. Ah ja, okay. Ah, so ist das. Ihr könnt auch in die Ego-Perspektive gehen, da habt ihr eine Ego-Perspektive, also eine Ego-Dingens, ne? Ein Select, was? Ah ja, das ist mega gut. Wo ist das erste Ziel hier überhaupt? Ach da. Alter. Yeah. Du bist ja betrunken. Deine Ego-Perspektive ist auf jeden Fall einfacher. So. Nein, fast. Da hält er irgendwie auch die den Flieger ruhig. Boah, hat, das einfacher Gefühl. Ist das für mich, finde ich. Komm schon! Huch. Ach, ich starte das nochmal neu. Bist du nicht zufrieden, Benjamin? Nee, es lief total aus dem Ruder. Wäre ich auch nicht, Benny, wäre ich auch nicht. Na komm schon. Bäh. Du, schon, er bestanden. Hallo, hallo?
Hast du bestanden? Ja. Weißt du, ich muss in der Luft bleiben, oder was? Ja, du musst halt, ich glaube, 25 Scheiben ist Gold. Du musst 25 Scheiben schaffen. Aber man kann auch mit Raketen schießen. Aber mir ist ja egal, ob ich Gold schaffe oder Aber Raketen auch. Ist nicht so geil, Tobi. Ne? Nee. Halten die das nicht, oder was? Nee, ich merk's Gold. Scheißdreck. Alter, ich muss das jetzt ganz in Ruhe machen. Nein, ich habe auch so voll schwer, nicht dauernd nach vorne zu fliegen. Immer ruhig bleiben, Leute. Immer ruhig bleiben. Ich finde halt auch auf A irgendwie schießen voll bescheuert irgendwie. Ja, es nervt. Wow. Ja, ich finde das geht, aber... Nein, Benni, das ist scheiße. Wenn man nach unten zielen muss, dann fliegt man halt... Benni, du musst es realistisch sehen. Nein! So, das hin habe ich getroffen. Boah, ich wäre fast an ein Rohr geflogen gerade. Die Baustellensachen sind auch im Weg. Ah, Mist. Aber ich probiere es jetzt mal mit den Raketen. Er sagt ja jetzt, soll ich die Raketen benutzen? Oh ja, benutzen. Alter. Erwischt. Benutze sie. Alter, ich mach das so lahm gerade. Ja. Philipp lahm? Ja, aber es läuft eigentlich ganz okay. Oh, er hat Gold bei dieser Herausforderung. Bin jetzt getroffen. Ich verarschen. Nein. Was? Du Schweine. Bitte Schweine. Ja, wo sind die scheiß Ziele? Willst du mich verarschen? Alter, die treffst du ja gar nicht. Muss ich die mit Raketen treffen, die letzten? Oder kann ich das auch mit der? Das ist nur wichtig, dass du die Zielscheiben abschießt, glaube ich. Ja, ja, du kannst auch das Maschinengewehr nehmen. Ah, okay, ganz gut. Kein Problem. Oh, sollte mal vielleicht meine Perspektive. Ach, das war nur die oh Gott. Das war nur ja, das die Übung. Ja, ja. Oh mein Gott. Alter. Und jetzt nicht ruhig bleiben, ruhig vorne. Ach, fuck you, Alter. Darf ich nicht. 10 Minuten. Wie war das mit dem Pessimistisch vorhin? Ah, scheiße, wieder verklickt. Fuck you, ey. Drei Ziele habe ich. Bronze ist 10, alles klar. Oh Gott, was für den Selektor mit. Nein. Ja, immer mit der Röhre. Ich drück die ganze Zeit immer B, wenn ich schießen will, irgendwie aus Versehen. Uha. Alter. 25 ist Gold, willst du mich verarschen? Ich bin froh, wenn ich Bronze schaffe. Alter, Hälfte der Zeit rum und ich hab grad mal 2. Boah. Nein. Oh, Alter. Nein, und schon wieder die falsche Taste. Scheiße, Mann. Oh, das sind 3 Mann. Ja, Raketen sind echt nix. Doch, die sind was. Nein! Ne? Alter. Wir direkt mit den Raketen starten sollen. Ja, geht das besser? Okay, ich hab Silber. Ja. Da bin ich zufrieden mit. Was, du kommst damit besser klar als mit der Minigun? Tatsächlich. Geht ja wieder an, so zu schlieren. Da meinte ich 22.000 für Silber. Das ist halt echt nett. Du kriegst echt viel Geld von der Flugschule. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich muss es aber eh nochmal machen. Kriegen, ne? Nee. Nur wenn du dich halt verbesserst. Okay. Oh. Das muss ich nochmal machen. Das muss ich nochmal versuchen. Wie kann ich das denn Neustart nachher Fahrzeug verlassen? Eh abgelaufen die Zeit. Aber ich konnte mal gut trainieren. Jetzt muss ich ja die Übung nicht mehr nochmal machen. Ich denke, jetzt geht's direkt ans Eingemachte. Muss man die nicht mehr machen? Dann mache ich das auch nochmal. Aber wenn man die Übung nochmal machen muss, ist das Schwachsinn. Nee, musst du nicht mehr. Alter, genau da durch? Wollte gerade sagen. So, 2 habe ich. Was ist denn dein Rekord, Curry? Was denn? 50 Scheiben bestimmt. Nee, 26. Ich bin da nicht so gut drin gewesen. Was wie einen auf Kevin macht, ne? Was machst du gerade? Ich fliege gerade die nächste Challenge. Aha. So, 5. Oh Mann. Alter, das kannst du in der Außenperspektive aber voll verknappen. Ja, in der Außenperspektive geht's gar nicht. Ich find's gut. Ja, bist du besser. Ja, hab ich den Heli viel besser unter Kontrolle. In a
Guck erstmal ganz gemütlich oben. Finde ich gar nicht. Wollen Sie es schaffen? Ach, da oben hinten auch noch einen. Aus wie das Logo von Mark 1. Na, oh, das findest du wieder lustig, ne? Ja. Nee, komm. Weißt du. Alter, ich mit diesem Analogstick gedümpelt, ey. Auf dem PC hättest du schon Gold, ne? Ja, locker. Bin ich mir echt sicher. Oh nein, ich schaff's wieder nicht, weil ich hier die ganze Zeit verfehle. Jetzt soll ich das doch mal mit dem PMG versuchen. Du musst den echt ruhig halten, den Heli, das ist die halbe Miete. Super, ja, ruhig. Ich konzentriere mich einfach nur, eigentlich. Ja. Aber so ein bisschen steigen gehen. Ja, genau. Ah, hab ich wieder nur 6 geschafft. Und die hatte ich in den ersten paar Sekunden. Ah, mal gucken, ob ich besser werde. Jetzt hier noch ein Versuch, den geben wir uns noch, natürlich noch. Nein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Alter! Dann tauchen jetzt die nächsten auf, oder? Tauchen die Schilder jetzt doch noch anders auf immer. Wie krass. Weiß nicht, ich hätte noch 5 gebraucht, hätte ich Gold gehabt. Die Kotze. Ah, nehmen wir es erstmal. Nein! Ah, dumm. 28, yeah. Was? 28 ist aber krass. Wie viel 28? Sag mal, Benny, ey. Ja, Benny, spiel mal die nächste Challenge, die ist lustig. Wie machst du das, Benny? Mit dem Dings nur, mit dem Raketen oder mit dem Dings? Also die ersten 20 fast hatte ich ziemlich schnell, weil ich mich am Anfang kaum bewegt habe, sondern nur mit RB, LB ja, und Dauerfeuer. Sollen wir denn die nächste schon anfangen, die nächste Challenge? Oder wie? Ja, wenn er mal will, geh ruhig an. Ja, dann fange ich mal, ich mal voll hier durch. Da will sich freuen, Tobi. Viel Spaß. Ja, Kevin, danke dir. Also echt, ich glaube, Dauerfeuer ist echt der einzige sinnvolle Rat. Ich kann dir nur den Tipp geben, gib kein Gas, bitte. Ich jetzt? Probier das jetzt gerade nochmal in der anderen Perspektive. Okay. Warum nicht? Tu es einfach nicht. Ach, das scheiß Flugzeug schon wieder, ey. Ich kotze. Oh Gott. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich einen Flugführerschein mache, ne, warum soll ich dann sowas können? Das ist voll sinnlos. In Los Santos brauchst du das. Nein. Hey, komm, das bringt nichts. Doch, Tobi. Ich habe letztens auf YouTube so ein Stunt-Video gesehen. Das war ziemlich geil. Ja? Da ist einer mit dem Jet rumgeflogen und hat in der Luft immer den Antrieb ausgemacht und sich dann so gedreht. Ach so, wo der da durch die Brücke geflogen ist. Ja, genau. Ist irgendwie manchmal nicht hin? Ja, ich hab's geschafft. Natürlich. Ich hab's geschafft, gleich bei der dritten Brücke zu kollidieren. Hallo, wo ist mein Cursor? Hi. Boah, ist das krass. Nein! Alter, mein Spiel ruckelt. Ja, jetzt drücke ich schon wieder hier die falsche Taste. Ist ja peinlich. Bäh, Alter, dieses Flugzeug, ne? Boah, bei dir, das finde ich saugeil, ey. Bin tot. Ich krieg's auch nicht hin. Bist du auch schon bei der nächsten Runde? Nee, ich bin nicht mal bei der, schaffe ich's wieder. Nicht traurig. Komm einfach nicht mit dem Analogstick klar. Mann. Ich krieg den Flieger nicht ruhig im Dings, in der Luft. Den guten. Ah, jetzt habe ich 3 auf einmal gewischt, klar. Das ist so schwierig. Ich hab grad verstanden, das ist so schmierig. Ja, Tobi. Kevin, hast du schon gefrühstückt? Oh mein Gott. Weißt du, ich geb schon kein Gas, ne? Ich hab doch gesagt, kein Gas geben. Ja, ich geb doch auch kein Gas, Kevin. Ja, dann noch weniger. Brems doch mal. Hast du Schnappatmung, Benny? Ja, ja. Ich ersticke gleich. Ja, der Benny hat gerade wieder gezeigt, dass sie bei GZSZ in den iTunes-Charts stehen. Ja. Finde ich irgendwie lustig. Lief heute ein Song von uns bei GZSZ, von den Circle of Alchemist. Was? Ja. Finde ich lustig irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie schon, ne? Ja, doch.
Ja, kann man schon mal drüber lachen. Sag mal, Kevin, was ist los mit dir? Ah, scheiße. Nein, ist doch lustig, also ist doch lustig. Ja. Weißt schon, was du meinst. Ich war gerade in Schlieren gerade. Was soll das denn heißen? Da. Guck mal, wie ich selber kriege. Nochmal. Warte mal. Ah, so. Na, schade. Hä? Alter. Komm mal runter. Nee, Tobi, weißt du, ich stütze ab, ey, weil da Wasser ist. Schütze ab, ey, was soll das, ey? Los mit dir, ey. 40.000 Liegestütze. 13, nein, ich schaff's nicht selber, nein. Weißt du, ich bleib an einem kleinen Scheißberg hängen. Asberg? Asberg, ja. Fuck, ich bin so schlecht. Aber immerhin. 14, nein, 14 hab ich nur geschafft, schade. Fehlt einer für Silber. Leider. Ja, was für eine Scheiß-Challenge. Das ist doch keine Scheiß-Challenge. Och, sag mal, Kevin, muss ich mit dir mal diskutieren? Nein. Also. Ich habe dir nur die Wahrheit gesagt. Weißt du, Außerdem hast du noch nie mit mir diskutiert. Stimmt, wir waren noch nie in der Disco zusammen, Kevin. Boah. Ja, nächste Runde. Nächstes Späßchen gibt's jetzt. Nächste Mission, wenn ich nicht im Ladescreen festhänge. Im bodennahen Flug. Navigiere durch den Kurs und flieg dabei so dicht wie möglich an jeden Kontrollpunkt. Oh mein Gott! Boah. Oh mein Gott! Muss man davor saufen oder warum so dicht? Ja. Solltest du auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine super schwere Nummer, oder Freunde? Ihr habt's ja schon gemacht jetzt. Bin gerade noch dabei. Das ist super schwer, ja. Dieses Flugzeug gerät einfach ständig außer Kontrolle. Ja, vor allem, das kann man gar nicht so schnell wenden, wie das da irgendwie gefordert wird. Ach nee, ey! Ah, Leute, das Flugzeug. Weißt du, Kevin, komm mal runter. Wenn ihr euch da schon aufregt, wie werde ich dann erst am Ende aussehen? Ich glaub nicht, dass du dich aufregen Nein. willst. Weil ich gar nicht dazu komme, oder was? Nein! Ah, doch, du kommst dazu. Nur Alter, halt, ruckelt voll. Ja, am Anfang, ganz kurz. Nein, Tobi. Alter, dieses Flugzeug, ne, ist der Horror. Boah. Nein! Ich bin die ganze Zeit zu hoch. Kotze. Wie geil. Dritte Brücke, ey. Zack, weg. Ja, war ich auch. Ey, gibt ihr Vollgas bei der Nummer? Nee, gar nichts. Nee, gar nichts. Ich lieg von alleine sogar, auch wenn du nichts machst. Ah, cool, das ist gut zu wissen. Ja, da müssen wir nochmal ran. Geil, auch die Ladescreens. So nice. Ah, ich hab's geschafft, aber ich hab nicht mal Silber, glaube ich. Ja, immerhin geschafft, das ist ja die Hauptsache. Ja. Ich wünsche, ich schaffe es auch noch in 20 Tschüss. Jahren. Das reicht für mich jetzt. Ja. Man muss ja auch nicht immer nach Gold streben, weißt du? Ah! Reicht ja schon, wenn ich bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr wieder Gold hole. Bei der Leichtathletik. Oh, fuck. Ich bin mit dem Flügel hängen geblieben. Nach der dritten Brücke. Ah. Alter Schwede. Das ist aber richtig mies. Hast du das schon geschafft, Kevin? Was? Sag die einen nennen jetzt auch ey. Kevin, geil. Kevinio. Kevin, ey. Hast du einen zweiten Namen, Kevin? Nein. Nicht? Nein, hab ich nicht. Cobra. Alle Flaggen auf. Cobra. Kevin Cobra. Kevin Cobra. Wäre ein geiler Name irgendwie. Pascal, wenn ich was Alter, ich krieg diesen Wendekreis bei der zweiten Brücke, dritten Brücke nicht richtig. Sagt ein Tobias. Mach das mit RBLB. Hab ich schon immer. Probier ich, aber es klappt nicht. Wird immer zu hektisch bei der zweiten Brücke irgendwie. Ja. Weil der schlägt auch direkt so schnell aus, ey. Das ist ja schon der schlägt halt super schwer. Danach kommt eine Challenge wieder mit dem geilen Flugzeug. Ach du Scheiße. Ich kotze gleich. Ich liebe geile Flugzeuge. Diese Flugschule, ey, die geht mir echt auf den Zwirn. Was? Aber, wie gesagt, ich hab's ja bitter nötig. Ja. Ach, Walle. Alter. Geh immer zu weit nach links rein. Komm, abstürzen. So, erneut versuchen. Ja, deprimierend. Ach nee. Doch. Nein. Doch. Lass das Messer liegen. Nein, lass das Messer liegen. Ach, man soll alle Flaggen einsammeln. Das sind 2,40. Willst du mich verarschen? Der Tobi hat schon weiter spielt, ey. Was bist du denn für ein Typ? Ja. Haben wir vorhin auch so gemacht. Was ist los? Hör auf zu spoilern. Ach komm. Weißt du, nee.
Wir wollen ja wieder im Goldrausch sein. Alter, ich bin ja so ungeduldig. Voll im Goldrausch. Ich glaube, die Karre muss mal abbremsen sogar zeitweise, oder? Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, dann probiere ich das doch mal. Nee. Ich bin wieder hängen geblieben, ey. Ich hab den gerade so weit abgebremst, der stürzt dann sofort ab. Ja, ich auch. Du hast ihn nur ganz voll im Fluss, du auch. Ja, geil. In den Berg. Oh mein Gott, das ist so hart, ey, das ist so schwer. That's what she said. Ey, ich will doch gar nicht nochmal. Okay, noch ein letzter Versuch. Komm, Kevin. Ach, fick dich doch. Nee, Walle. Du darfst dein Fahrzeug nicht anschreien. Ja, doch, mach ich. Das hat bei der Gefühle. Hey, wie soll ich Nein! Flaggen aufsammeln, jetzt bin ich mal gespannt. Ich. Hab ich die gekriegt? Ja, ich hab die gekriegt. Hast du? Was? Nix. Ich hab mir nur gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Oh. Um dich. Warum? Weil, ach du Heiliger. Was denn? Was muss man denn hier machen? Ja, natürlich! Alter, da bleibe ich mit dem Dach hängen! Fick doch die Wendeltreppe! Was wollt ihr eigentlich sagen? Ich mit dem Heckflügel da. Die Wendeltreppe. Mit dem Heckflügel da angehackt. Wie auf der Wendeltreppe hängt, was? Da gut hinbekommen und knall dann mit dem Heck dagegen an den Scheiß. Kennst du Dieter Thomas Heck? Kennst du den? Kennst du Hacky Sack? Kennst du Mika Hacking? Ja. Du war der Hacker. Oh, Watch Dogs. Kauf dir Watch Dogs. Wo ist das? Alter, da auf dem scheiß Dach, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Boah, das ist 2 Minuten. Ey, niemals schaffe ich das. Niemals. Jetzt ohne Scheiß. Das überfordert meine Fähigkeiten einfach. Alter. Komm, das ist noch so Stück, schwer. Nach der dritten Brücke da oben durch. Das ist mein Hauptproblem. Nee, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Walle, denk einfach ans Häkeln. Wenn das alles wäre. Ans Häkeln? Nein! Häkeln. Hör, mein Fahrzeug ist nicht zerstört. Ich bin aber auch im Goldrausch. Goldrausch. Ich will unbedingt Gold. Naja, wollen wir nochmal versuchen hier. Oh, fuck. Leitmaschine folgen. Soll ich mit der letzten Mission auch immer warten, bis ihr soweit seid? Alter, aber Tobi, wie rennst du denn kannst du aber durch? 2 Jahre warten, Tobi. Tobi ist voll der Rusher. Also, bei mir wird das noch was dauern. Bis ich überhaupt mal bei den Flaggen bin. Ich könnte ja nochmal das hier probieren. So, Spaß und der Freude einfach. Oder ich probiere das mit dem Helikopter landen nochmal. Sag mal, Curry, was hast du da für eine Zeit? 9,5. Willst du mich verarschen? Ja. Wenn du mich verarschen willst. Nee, komm. The Forest, Alter. Ah. Krieg diese Brückenkonstellation am Ende so schlecht hin. Oh Mann, es ist so schwer. Ist es auch, es ist verdammt schwer. Vor allem mit diesem Flieger. Seid ihr noch bei den Brücken, die ihr durchfliegen müsst? Ja. Leider. Das war ärgerlich. Krieg's einfach nicht hin. Vor allem musst du halt auch eine bestimmte Höhe behalten, ne? Ja, du kannst halt nicht fliegen, wie du willst, ne? Ja. Kann bei mir echt nur noch um Stunden handeln. Wie schön. Ja. Hm.
Boah, Tobi, was hast du gerade für eine Medaille geschafft bei den Flaggen? Bei den Flaggen habe ich nur Bronze geschafft, leider. Ja, ich auch. Ja, das ist auch schwierig irgendwie. Ja. Ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Bin ich jetzt Fame? Ich auch. Guck mal nicht so, ja. Also nur Ante runter, ey. Nein, ich war so weit. Oh, Mann. Hast du die letzte Challenge schon angefangen, Tobi? Nee, ich mach gerade nur das mit dem anderen, mit dem Brücken durchfliegen. Brücken durchfliegen? Ja. Dann mach jetzt nochmal Flaggen einsammeln. Flaggen! Wenn die Flaggen eingesammelt sind, dann ist alles gut. Ja, aber wieder nix. Ich mach die letzte jetzt, ich versuch die einfach mal. Ach, Mann. Was geht denn eigentlich bei dir, Saraza? Du bist so ruhig, du konzentrierst dich auch so krass, ja, oder? Ja, ich konzentriere mich gerade wirklich, damit ich es einmal hinkriege, ja, hoffentlich. Ist der Benny untergetaucht? Nein, oh, ich war so weit. Das gibt's doch nicht. Aber diese Brückennummer macht auch Laune. Ja, man wird immer ein bisschen besser. Von Step by Step. Step by Step. Baby. Und jetzt kriege ich's mit Sicherheit hin. Ja, es geht ja eigentlich um die Durchschnittshöhe hauptsächlich. Ja, ja. Aber das ist auch voll übertrieben krass. Oh, 1 Meter Durchschnittshöhe, nein. Wie soll man das denn machen? Aus Versehen das Triebwerk ausgefahren. Ja, das war's. Brauchst du gar nicht versuchen, ziemlich wenn du krass. Einmal zu hoch kommst, bist du eh raus. Ihr lenkt auch recht früh in die richtige Richtung, oder? Ja. Ich versuche eigentlich so wenig zu lenken wie möglich. Wir sind vor allem mit dem Flugzeug so aufs Wasser gekommen, einfach nur und trotzdem beschädigt. Yeah, und jetzt wird's laufen. Wie gesagt, Step by Step. Oh, oh, klar. Ich glaube, du darfst ja auch fast gar nicht lenken, ne? Im Gold, das ist völlig überzogen. 1 Meter? Huch, jetzt habe ich auch beenden gedrückt. Tolle Wurst. Oh nee, ey. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich war so gut. Ich war gerade so gut im Laufen. Alter, du fliegst. In der Laufschule oder was? Nein. Ach, Tobi, ey. Konzentrieren. Evan. Oh, Mann. No, Benny. Hey, Zach. Nein, schade. So, ich war super tief, ey. Ich habe das Wasser berührt die ganze Zeit. Und dann am Ende einen Brückenpfeiler. Die Kurve nicht geplatzt. Moment, man braucht diese Geräusche halt immer. Die Kanten, ey. Das ist so... Man muss da so scharfe Kurve fliegen. Ja, ja, Kevin. Das ist kein Spaß. Oh, immerhin Bronze. Endlich, Mann. Super, Benny. Ja, wir sehen uns dann in 20 Folgen. Ja. Boah. Zack. Zack. Irgendwann hole ich da noch Gold. Mit Gold? Ich glaube, Gold kannst du da knicken, ey. Ey, ich war aber bis... Weiß ich nicht, halbe Strecke hatte ich unter 1 Meter. Ja, ich auch. Und dann wird's aber sauschwer ab der Autobahn. Oder ab diesem See schon. Ab diesem Stausee. Naja. Alter. Nächste Challenge. So früh hoch. Alter, die letzte ist auch voll schwer irgendwie. Warum? Ja, nee, Kevin, weil es halt so ist. Okay, Cadet. The object of this exercise is to collect. Ist ja wieder so eine crazy Mission. Ja. Die nächste. Die sind alle so. Du kommst da nicht mehr raus, Benny, aus diesem Loch. Oh Gott. Ha ha ha!
Ja. Boah, man fiebert einfach so mit, weißt du? Nein! Weißt du, ich bin schon wieder abgestürzt, ey. Weißt du, komm. Gib einen Fick auf diese Scheißflugschule, ey. Also, nein, Tobi, also das... Nee, also... Was sind das hier für Kraftausdrücke, hm? Ja. Ja, Sarazar. Da kann das Spiel nichts dafür. Für deine Unfähigkeit, hm? Ja. Weißt du, was bist du denn, Benny? Ey, komm. Nur ja, versuch ein neues Glück. Oh Mann. Man muss da so rein. Ach so. Okay. Das habe ich, glaube ich, auch gerafft. Ja, und ich lese halt nicht. Tut mir leid. Kenn ich. Ach so, eine Palme. Was ich auch manchmal so problematisch finde, ist deine Höhenregel. Huch. Weil man mit diesem Gamepad andauernd nach links tendelt, wenn man dann hochgeht. Ja, man tendiert zumindest dazu, wenn man das Pad auch nicht gerade hält und so. Dann gerätst du einmal schlieren. Ich hätte die Höhe gerne mit anderen Tasten, anstatt dem linken Stick, finde ich. Weil du dann wieder automatisch lenkst. Ich glaube, dann wäre es sogar fast einfacher. Ja, kann man leider nicht, ne? Ja gut, ich glaube, du kannst es auf links stellen, oder? Wenn du Linkshänder bist, kannst du, glaube ich, das passiert mir so oft. Rechts. Aber runter, ich weiß es aber nicht. Oh, Kevin. Oh, da bin ich zu tief gegangen. Verzweifle, Tobi. Nee. So, ich steig jetzt aus und geh nach Hause. Oh. Tschö. Aber nicht so. 30 Flaggen sind auch ganz schön viel irgendwie. Ja, ne? Also bei 50 kann man auch nicht meckern. Bleib Maschine folgen. Ist ja das so, Tobi? Ja, ich stürze die ganze Zeit ab. Okay. Also scheiße. Ja, so wie jetzt schon wieder. Ach, sag mal, leck mich doch, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, sag das mal mir, Alter. Ding, hey, Jan Pillemann Tunnel-Scheiße da. Jan Pillemann Otz, Pillemann Otz. Ich sterbe immer an dieser verkackten selben Stelle. Du musst doch mal hinlegen. Ah, das ist lustig. Oh. Manche von diesen Flaggen sind auch Fallen. Die Fallen. Ja, die Fallen, die sind, ja toll, die sind aber so verbarrikadiert, dass du irgendwo gegenfliegen musst. Benni, jetzt. Du musst einfach nur einmal die richtige Route raus haben. Muss man alle sammeln? Ja. Alle, die da zu sehen sind, ja. Ja, oh Mann. Ey, ich bin einfach unfähig, das ist das Problem. Du hast es erkannt. Was zur Hölle, wie weit sollen das da noch gehen? Alter, wie weit ist denn diese Tunnelnummer? Die ist ja ewig. Wie viele Checkpoints gibt's denn da? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ohne Scheiß. Ach doch, Bronze kriegst du hin. Ma, seh grad schwarz. Vor allem habe ich gerade Geduld mehr langsam und keinen Spaß. Weißt du, wenn du da die ganze Zeit abstürzt. Nein! Och nein, ich hab das gar nicht gesehen! Ich hab das gar nicht gesehen! Also cool, der war super. Aber wie krieg ich diesen scheiß Gleiter denn bitte? Wieder so gerade? Dass der auch ordentlich fliegt. So. Nein! Auf ein neues. Ich zerdrück gleich mein Gamepad, Alter. Nein, Tobi. Bisschen schade, dass man sich echt so sehr konzentrieren muss. Alter. Dass man kaum noch zum Reden kommt. Ich bin jetzt über diesem See. Ja, ne? Voll angespannt hier, alle. Dann musst du noch über diese Rohre drüber und dann ist fast das Ziel, weil. Ach nee, du musst noch zwischen den Windkrafträgern durch. Ah. Ja. Wo geht's weiter? Oh nein, ich drehe mich. Nein, ich habe es so weit geschafft und jetzt bin ich verkacken hier wieder. Oh.
Alter, mega schlecht. 25 Meter, Bronze ist 10. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie tief muss ich denn hier fliegen? Ich bin froh, wenn ich es überhaupt noch schaffe. Komm. Komm mir gerade vor wie bei der Malaysian Airline. Alter, Windradkrafträder ist aber Ende da, oder? Ja, dann, also danach dann. Okay. Man muss ja 10 Meter schaffen, das ist schon hart. Bin ich. Bin ich nicht. Alter! Alter! Was war das denn? Boah. GTA Online. Die sind doch wahnsinnig. Was denn? Yo, yo, yo! Jetzt nochmal. Oh Gott. Also wer zur Hölle das mit Meter durchfliegt, das ist mir ein Rätsel. Nein. Ach. Mit Meter, weißt du, ich bin jetzt auf 2 Meter, ich klebe hier die ganze Zeit auf dem Boden. Gott. Nein, nein, nee, das ist ein Witz. Ja, ist es auch. Ah. Warst du schon bisher, wo du da durch die Baustelle fliegen musst? Elf. Nee, ich bin am Hafen da immer, da bleib ich immer hängen. Ja, was kannst du eigentlich? Also, Kevin, was ist denn dein Problem mit dem? Sag mir das mal. Ich dachte schon, du wärst schon fast fertig. Weißt du, nachher kommt wieder, ach Tobi, kannst du mir dein Gameplay rüberschicken, weil mein so scheiße ist. Ich hab eigentlich gedacht, das behalten wir für uns, aber... Nee. Weißt du, wenn du mir so kommst, dann... Nee. Wie soll ich dir denn sonst kommen? Nicht so, wie du jetzt gerade denkst. Was denn? Hä? Nee, Kevin. So versauter Tobi, ey. Das ist widerlich, Kevin. Ach, ich bin widerlich. Das klang aber letzte Nacht noch anders. Boah. Das ist... Dummblick, Alter. Nein! Fick doch die Hölle! Ich hab's fast geschafft und dann... Bitte was? Nein! Okay, ich weiß jetzt aber, wie es geht. Ich hab's gelernt. Kannst du es jetzt? Holst du Gold? Ja, vielleicht. Gold nicht. Aber Silber ist 5, ne? Ja, wollen wir nochmal probieren jetzt hier. Die Folge Versuch geht schon ewig, Gold. Oder? Kann das sein? Die geht schon eine halbe Stunde oder so. Aber wir müssen jetzt eben das nochmal durchfliegen hier. Weißt du, ich probiere lieber nochmal das mit dem Helikopter. Nee, hier. Ja, das dachte ich mir auch. Grad. Nee. Doch, Benny. Fuck, Flügel im Arsch. Was? Flügel im Arsch. Flügel, geflügeltes im Arsch. Ah, bist du eine Weihnachtsgans oder was? Ja, ich bin eine Weihnachtsgans, aber ich krieg's jetzt hin. Jetzt krieg's hin. Naja. Jetzt werde ich hier. Ich muss ja unter 10 Meter, also Bronze ist ja schon echt nice hier. Hat einer von euch da ernsthaft Gold? Nein. Niemals, oder? Kannst du auch nicht. 1 Meter ist völlig illusorisch. Wer hat sich das ausgedacht, bitteschön? Ich. Bestimmt welche, die das schaffen. Ja klar, gibt's welche, aber auch kein Sarrazar. Oh! Oh Gott, jetzt kommt wieder die Baustelle. Sehr lustig, sehr lustig. Oh, mein Flieger ist angeschlagen, aber noch nicht im Arsch. Nur mit RB. Boah! Ich hab's. Oh, 1,76 habe ich, Leute. 1,76. Ja, das musst du auch halten, ne? Ah, scheiße. Scheiße. Fuck, ich war schon beim See mit 1,76. Das geht schon. Silber, immerhin, ey. Mit einem Jet oder sowas hätte ich gesagt, okay, aber nicht mit dieser komischen Scheißmöhre da. Ja, die ist halt echt kacke, ne? Also, ja. Die Aerodynamik wird ja angepriesen, was mir ein Rätsel ist. Also, am Anfang musst du halt mit RBLB nur, ganz klar. Ja, ja, genau. Kommt man eigentlich irgendwas, wenn man alles auf Gold hat? Ja, gute Frage. Ich glaube, der Dennis meinte, wir die ersten 10, die das geschafft haben oder so, haben 500.000 gekriegt oder so. Okay. Irgendwas war da. Jetzt aber nochmal hier.
Am Hölle. Tobi, was spielst du gerade? Welche Challenge? Nee, ich mach grad die letzte nochmal. Ich hab mal aufgehört. Also da falle ich die davor schwieriger. Ich meine nicht die mit den Fahnen, sondern halt, wo man über den Boden fliegen muss. Das ist, glaube ich, die schwierigste bisher. Die über den schwierigste Boden fand fliegen. Ich den komischen Flug da, mit dem, wo man in dieser Schleife fliegen muss, da mit dem anderen. Achso, Formationsflug. Ja. Also ich finde, glaube ich, auch hier diese Bodenflugnummer, wie der Curry, finde ich auch am schwersten. Ja, die mit den Flaggen ist aber auch nicht ohne, finde ich. Die kenne ich ja noch gar nicht. Schwierig. Boah, ich bin also mal, wenn du da eine gute Zeit hinlegen willst. Unfassbar. Wie soll man sich denn da auch eine Route zusammenbauen, Curry? Das ist ja voll krank, das sind 30 Punkte. Boah, ich hab's gerade super tief. 21 Zentimeter, Freunde, und ich bin schon gleich bei der Autobahn. 16. Das sind nicht 20 Zentimeter. Alter. 13, Leute, 13. Forderst nicht zu viel raus jetzt, ne? Ah, jetzt bin ich auf 12. Wie du schon sagst, forderst nicht zu sehr raus. Was ist das mit der Baustelle, was du vorhin gesagt hast, Curry? Was kommt da noch? Da kommt eine Baustelle und da ist nur so ein schmaler Balken dazwischen. Da musst du durchfliegen, das ist lustig. Ach, schön. Jetzt habe ich es übertrieben. Das habe ich nämlich fast geschafft. Nein! Alter, ich war so lange auf 13 Zentimetern. Oh Mann! Wurde durchs Wasser gestraft. Ihr müsst einfach ganz nah am Wasser bleiben, ganz unten. Dann geht das. Ja, aber ja, das ist ja schwer dann. Durch den Kanal ist das auch noch nicht so schwierig, aber danach kommt der See und so, das ist dann schwierig. Ja, da kommen dann immer krassere Kurven, die kriegst du dann nicht mehr. Na komm hier, neuer Versuch, neues Glück. Neuer Versuch. Alter, ich hätte fast Gold gehabt bei der letzten Challenge. Was, echt? Ja. Hast du die ganze Zeit Gas gegeben? Na klar. 2,26 und bei 2,25 jetzt Gold gegeben, ich kotze. Alter, das kann nicht sein, dann gebe ich jetzt auch durchgehend Gas. Gas. Ist doch scheißegal, wie du die Dinger da fliegst, wo der dir anzeigt, das musst du gar nicht machen scheinbar. Ja, muss das halt so ein bisschen anfliegen, ich denke mal, sonst checkt er, also sonst geht er das gar nicht mit. Aber ansonsten, ne? Probier das jetzt noch einmal. Dann müssen wir langsam mal Folgenende machen, oder? Ja. Leider. Man spielt sich hier voll rein, ne? Ja, man wird schon besser, aber es dauert einfach. Bisschen schwer so im Let's Play. Das stimmt, ja. Das ist mehr ein Let's Schweig. Höfer. Ja, ich konzentriere mich hier gerade auch übertrieben. Das irgendwie hinkriege. Hier. Okay. Zack. Was? Ich hab 10,88 nicht bestanden. Willst du mich verarschen? Alter. Das ist bitter. Oh, Gottchen. Weil ich einmal am Ende durchgetrudelt bin. Aber krass, wie man da fliegen lernt. Jetzt nochmal hier. 10,88 immer gescheitert. Und jetzt kommt der nächste, der Versuch, wo es klappt. Ganz tief bleiben. Boah, es ist so schwierig. Es ist einfach so schwierig. Man Bronze immer bei den Flaggen. Einfach nur, wenn man beendet. Ja, ne? Ich weiß es nicht. Dann mache ich das jetzt. Yeah! Neuer Versuch, neues Glück. Und jetzt nach dieser Aktion, knappe Action. Also ganz tief, jetzt hole ich Gold. Ganz bestimmt. Ey, das ist auf jeden Fall das Übelste von allen bisher, finde ich. Boah, es war auch mega knapp. Oh Mann. 89 Zentimeter, ich bin
sehr gut dabei im Moment. Gerade ich ein bisschen zu sehr in die Kurve, ein bisschen zu niedrig. Oh nein! Fuck! So Bier will jetzt zu viel, ey. Shit. Wenn man es dann übertreibt. Weil man probiert ja am Anfang möglichst geringe Meteranzahl, weil man im Ende eh so hoch steigt. War überhaupt eben, dass ich froh, dass ich durch die Windmühlen gekommen bin und jetzt sowas. Dann 88 Zentimeter. Naja, probieren wir es jetzt nochmal. Mein letzter Versuch. Puh, ich hab's endlich geschafft mit den blöden Flaggen. Jetzt schaue ich mir auch noch das letzte an. Oh ja, das wird lustig, Benny. Oh ja. Das wird lustig für dich. Hihi. Leitmaschine, folgen! Mann, ich komme bei diesem Stau da, Mats. Ach. Darf nicht reden. Neuer Versuch, neues Glück. Ich brauche unglaublich viele Versuche. Oh mein Gott, ich habe meine Playstation abgeschnitten. Nee, das läuft noch, tatsächlich. Ey. Yeah. Jetzt aber hier. Run. Jo. Oh, Alter, wie soll man das denn schaffen mit Gold? Wie krass muss man denn hier fliegen, bitte? Nee. Man schleift einmal durchs Wasser ganz kurz und ist direkt tot. Tot. Ich versuche jetzt einfach mal ganz normal zu fliegen. Ach, man kriegt Strafzeit, wenn man es nicht macht, okay. Wenn man die Sachen nicht macht, kriegt man Strafzeit, ja. Deswegen ist das so, okay. Challenge accepted. What? Nein! Ich war so gut, ey. Ich war vielleicht bei 30 Zentimetern. Nein! Okay, das Sterben geht wieder los. Ach, Mann, ich reg mich auf. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? 40 Minuten oder so. Ich cutte das ja eh. Ach so, ja. Was? Toll. Toll. Ach, schön, dass du das auch mal sagst. Ja, sowieso. Ach komm, nee, komm. Komm, nee, komm. Ja, komm, nee, komm. Der Walle. Alter. Man braucht auch echt die volle Ladung Konzentration. Ja. Die volle Ladung Konzentration. Jetzt leider noch einmal mobilisieren. Nee, nein, ne? Nein. Das ist echt krass, also diese Mission. So, jetzt ganz tief unten bleiben. Ein bisschen Training. Fast das Wasserstreifen. Hier direkt in die Kurve kommen ordentlich. Und immer schön tief bleiben. Immer schön locker durch die Hose. Man kann auch mit dem Flieger ein bisschen aufsetzen, ne? Ja. Aber nicht zu viel, sonst explodierst du. Ja. Ist mir wegen dem Wasser. Mann! Was war das denn, Benny? Mach das nochmal bitte. Manno! Alter. Benny regt sich auf, kein Wunder. Oh, wenn du das richtig machst, dann wird er sogar Zeit abgezogen. Benny, reg dich mal richtig schön auf gerade. Komm, raste doch mal für mich aus gerade. Das geht nur, wenn ich gleich nochmal sterbe. Okay, das dürfte kein Problem sein. Ja, dürfte kein Problem sein. Okay, nochmal. Ach komm! Hey, ich bin auch so weh, ich muss jetzt einfach normal da durchfliegen. Aber das Problem ist, das habe ich eben gemacht, da war ich bei 10,88 und dann hast du einen Saftscheiß. Ich musste am Anfang, irgendwie voll tief auf dem Boden bleiben. So. Oh Mann.
Ach komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Alter. Neuer Versuch, neues Glück. Alter. Ja, und jetzt kriegst du diesmal hin. Wird jetzt diesmal schaffen. Es ist so bitter. Alter. Es ist bitter. Komm schon, komm schon. Jawoll! Oi, oi, oi. Ist das schwer? Oi, oi. Das ist so schwer. Nein! Kevin, ist alles gut? Kevin. Alter, ich war so gut! Oh mein Gott, war so eine Brücke! Und diese Brücke! Gottverdammte Hindernisse, jetzt aber nochmal hier. Du hast vermaledeit schon lange nicht mehr gesagt, Leute. Vermaledeit habe ich das, ja, hab ich schon. Ey, ich habe Gold bei der letzten Challenge. Nee. Was ist los? Tobi, Alter. Ja, mach noch mal die Bodenflug-Challenge, Tobi. Viel Spaß. Nein. Nee, die ist mal froh, wenn man die los ist, ehrlich, ne? Alter, kriegst du ja Agros. Wieso hab ich da jetzt keine... Nein! Oh. Alter, das gibt's nicht! Ich war zu tief im Wasser, willst du mich verarschen? Ich war voll easy auf dem Boden. Bist du auf dem Boden geblieben? Ja, Alter, es war voll gut. Ah, nochmal, ey, nochmal. Okay, ich probier's auch nochmal jetzt, nur weil der Walle noch bald so braucht. Ja, ihr könnt eure Folge gerne beenden. Das wird dir eh dauern. Nee. Mach ein Highlight-Zusammenschnitt am Ende. Oh! Okay. Hä? Alter, das war der Wahnsinn. Flieg doch durch die Scheißbrücke, Mann. Benni, alles gut. Bock. Weißt du, hast du 6 Meter geschafft bis zu den Windrädern. Willst du da? Ich hab was, 5 Meter. Ich hab meiner Silber, hätte ich safe eingefahren. Dreh ich mich, komm ich in so ein fucking gedrehtes Windrad. Vollkommene Verzweiflung, ne? Ja, ich muss das echt schaffen. Silber oder Gold. Beste Challenge. Na toll. Man hört immer nur so Fluche. Ja, weiter geht's nochmal. Neuer Versuch. Überall am Fluchen hier wird nur noch gemeckert. Und mittlerweile bin ich ja der Überzeugung, dass ich Gold schaffen müsste, ja, den Meter. Ist schwer, ne? Ist sauschwer, Tobi, ne? Ja, das kannst du eigentlich vergessen. Vor allem, wenn du dann einmal auf Gold bist. Ja, du musst halt das Wasser streifen die ganze Zeit eigentlich. Hört sich an wie Herbert Grönemeyer, Alter. Hört sich an wie jemand, der anfängt zu weinen. Ja, das ist es. Ruckelt das nur bei mir da bei dieser scheiß Challenge? Nee, das ruckelt am Anfang. Okay. Oh, Backe. Ja, wir sind wieder am Anfang. Wir stehen wieder am Anfang. Aber diesmal. Oh, Backe. Ich krieg einfach keine Zeit gut geschrieben. Also, das ist so mega mies. Tobi versucht's gerade auch nochmal hier, auf den Winter zu kommen. Ey, das. Nee, also. Also ich hab mit Ach und Krach Silber geschafft gerade. Echt? Ist ja schon mal gut. 48, ja. Durchschnittlich. Ja, ich bin der Tobi, ich hab Gold gemacht und Silber auch, oh. Was willst du denn? Kevin. Ja, ich bin der Sarazar und ich versuche es jetzt einfach nochmal zu schaffen. So in 20 Jahren kriege ich es dann auch nochmal hin. Es dauert ja nur 18 Stunden oder so. Aber, das wird der Vergleich. Ja? Also die Windräder sind halt das Hauptproblem hier. Findest du? Ich finde die Windräder eigentlich am einfachsten, weil wenn du relativ weit unten bleibst. Genau. Ich finde das nachher mit dem Rohr da, wo du halt so hochfliegen musst. Ja, die Kurve kratzen. Ich finde eigentlich den Anfang sogar am schwierigsten. Alter, da strafe ich nochmal über die Dings, wo ihr da ein paar Meter raus so und zack wieder
Flugzeug kaputt, weil das ein bisschen ins Wasser schleift unten. Das hast du es denn überhaupt schon mal komplett geschafft, also wenigstens Bronze? Wie nein? Nee. Wie jetzt? Mal, ja, ich bin ja die ganze Zeit den Tiefflieger hier am machen, probiere die Punkte ja zu kriegen. Brech das halt ab. Wenn es nicht klappt. Ich glaube, ich gebe mich jetzt auch mit Bronze zufrieden, dass ich einfach durchfliege. Ja, habe ich irgendwann auch gemacht. Geht auch gut, wenn man dann nochmal wann anders probiert. Ja, man muss wahrscheinlich, wenn du es morgen probierst, dann holst du wahrscheinlich Gold oder so. Ja, genau. Ist oft so, wenn man einmal schläft, ne? Ja. Dann gehen so Sachen viel besser. Das habe ich auch, wenn ich mir was zu essen machen will. Wenn ich dann am nächsten Tag nochmal probieren, die Küche abgefackelt ist, dann klappt es immer. Bist du direkt am offenen Lagerfeuer am Grill, ne? Ja, genau. Boah, das war super. Gerade extrem gut. Ey, ich will aber auch immer zu viel. Ich halte mich dann übertrieben niedrig. Huch! Jetzt muss ich hier. Oh Mann, ich zerbreche gleich einen Controller. Nein, Benjamin, das tust du nicht. Nein! Komm schon, nein. Komm schon, komm schon, komm schon! Scheiß Drecksdamm! Komm schon, nein, komm schon, ja! Nein. Verdammt! Ja, nein, doch, bitte. Vielleicht? Bitte! Jetzt wird's zu krass. Alter! Ich hab Gold! Ich hab Ah. Wo hast du Gold? Wer hat die beste Zeit? In der letzten. Ja, hab ich doch auch. Was ist denn dein Problem, ey? Ja, was ist deine Zeit? Nee. Was ist deine Zeit? 2.18 oder so? Ich hab 2.17. Nee. Wie geil. Wie er sich freut, weißt du? Ein richtiger Typ, Alter. So. Mein Leben ist gerettet. Jetzt nur noch die beiden hier. Alter, die nochmal! Nochmal bodennaher Flug. Bodennaher Flug. Der bodennaher Flug. Wir fliegen alle bodennah. Durch den Kanal. Hier 19. So. Alter, scheiß perfekter Baum! Alter, den ich nicht gesehen hab, der dann wieder so spät respawnt. Oh nein. Ich bin immer kurz vor dem Ziel und dann probiere ich noch immer so tief zu gehen wie möglich. Ach, fuck. Und dann scheitert's. Ah, an den gleichen Stellen. Nee, ey, das ist doch erbärmlich, also mal ehrlich. Guten Tag, lieber Kevin. Hallo. Was geht denn? Was geht denn, ey? Was geht denn, Alter? Gehen. Mann, ey. Probier ruhig bleiben. Nein. Muss die Ruhe bewahren. Ist wichtig. Ich krieg gleich einen Affen und zerbreche das Gamepad, wenn das jetzt langsam nicht funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Links ist so ein beschissenes Silber da unten. Oh nein, das geht in die Hose. Muss doch sein, hier 3 Meter. Die krieg ich doch hin. So, jetzt Wasserstraving. Also, ich habe jetzt geübt. Nee. Nee. Also. Das darf nicht zu sehr straven. Oh. Weißt du, mein Fahrzeug wurde zerstört. Ich sehe es doch, wie es im Hintergrund noch weiterfliegt. Willst du mich verarschen? Ja, das habe ich auch. Mehrfach sogar. Ich hatte 5 Checkpoints gerade auf 0,0. Alter, wie krass ist das denn? Muss man dann nur in den Checkpoints tief fliegen? Ja, ja. Ja? Ach, echt? Ja, wird das andere gar nicht gezählt? Nee. Ja, das ist sehr gut zu wissen. Nur die Höhe, die du im Moment durch den Checkpoint fliegst, soll. Je besser du den Checkpoint triffst, umso besser halt. Am niedrigsten halt, ne? So niedrig wie möglich. Eine gute Info. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer, ne?
Sag's dir. Und du wirst so verbissen. Ja, man will es dann unbedingt schaffen, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und du machst halt nur Meter klar. Ja. Boah. Ein paar halt, ne? Alter, ich titsch hier auf dem Boden rum. Ich hoffe, du meinst im Spiel. Ja. Viel Glück. Ah, nein. Rausgetitscht worden. Okay. Okay, brauche ich gar nicht weitermachen, nochmal neu. Schade. Bin einmal zu hoch gekommen. Bin ja wieder 11 Meter oder so. Dieses Ding, das versaut alles. Hä? Was ist denn hier los? Ich hab einen Grafikbug. Alter. Jetzt aber auf. Was zur Hölle? Ich war nicht mehr im Auto. Ich bin im Flugzeug. Oh, ein geiler Bug. Naja, mach ich auch rein. Nee, was mach ich denn? Oh. Ja, du musst dich halt echt konzentrieren. Tief liegen. Boah, Alter, das ist so. Das oh ist die Gott. Devise. Ist ich hab so Gold. Schwer. Nee. Nee. Was? Nee, Tobi, Alter, nee, mal ehrlich. Also mal ehrlich, was bist du eigentlich für ein Typ, ey? Ich hab Gold, Alter. Ich beende jetzt meine Folge, glaube ich. Also der Trick ist halt wirklich, muss man sagen, einfach nur bei den Checkpoints diese niedrige Rate zu kriegen. Tobi, du hast Gas geben. Sag doch, was du willst, du hast an. Ich hab gar nicht an. Du hast an. Natürlich hast du an. Ich hab dicke Eier, ja. Das hat der Tobi. Der Tobi ist ein Hacker, garantiert. Ich probier's jetzt aber auch. Bin ich auch. Ja. Weißt du, wie er mich bei Rockstar Games jetzt anschwärzen will? Echt, der Tobi, als wissen wir es nämlich, die haben sich gehackt, die haben mich so Flughilfen. Ja. Der hat Stützräder, der Tobi. Ja. Ja, ja. Okay, ganz tief bleiben. Es zählt übrigens echt nur, tief man da hinkommt. Das ist auch eine interessante Info. Tobi, du bist doch voll der Untermensch. Es ist einfach nicht menschlich, was du da gemacht hast. 31 Zentimeter. Ja, hör ich auch öfter. Es kommt hin. Nein, ich war so weit. Ah. Fuck! Nein! Es ist zum Verzweifeln. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, ey? Weißt du, was? Nur ich bin asozial, dass du das einfach so durchschießt, ey, und auch noch Gold kriegst. Und ich hier hänge hier, weißt du, bei jedem. Hast du jetzt überall Gold? Mir fehlen zwei Meter. Nee, Quatsch. Formationsflug habe ich nur Bronze und Flaggen aufsammeln auch. Und bei Schießkopf und Silber. Na, komm. Tobi, ey, voll aber krass. Ich bin schon zufrieden damit, dass ich besser bin als Kevin, das ist schon okay. Finde ich gut. Du willst noch sehen, du willst noch sehen. Oh! Was mache ich denn hier? Was ist denn hier? Nein. Tot. Das ist so sinnlos. Das darf man einfach nicht spielen, weil man dadurch einfach Depressionen bekommt oder sowas. Mhm. Ja, Depression stimmt schon. Wir alle hier haben. Nein! Das ist eine Konsolendepression. Echt wirklich, aber vielleicht habt ihr jetzt so nach 800 Versuchen. Nach einer Stunde. Ich glaube, du wirst das jetzt gar nicht mehr schaffen, weil du halt so drin bist einfach. Ja, man sieht dann zu sehr auf die Millimeter. Ja, ja. Ich denke mal, wenn du das jetzt morgen probieren würdest, würdest du es wahrscheinlich auf Anhieb schaffen. Glaube ich auch. Gold. Ein Millimeter. Ein Millimeter, wenn das schafft. Da würde ich mal gerne den Best Case sehen. Ja, Weltrekord ist 0,00. Ja, klar. Never. Voll die krassen Hacker, ey. Voll die krassen Hacker, die das schaffen. Wie der Tobi. Ja. Das ist ja der Rekord von Tobi. So, okay. Ja, ab mit dir. Verbock es nicht, sagt er mir. Bist witzig. Nee. Mein Flugzeug fliegt noch weiter, aber es ist kaputt, oder was? Ja, ist mir auch schon passiert. Ich glaube, der Waller hat alle Mücken-Szenarien bei dieser Mission schon gehabt. Ja, aber wirklich. An jedem Bild ist er schon hängen geblieben. Was? Was? Okay. Du wirst ein bisschen vorausschauender zu fliegen. Aber jetzt muss es klappen. Aber ich muss halt, wie gesagt, wir müssen so tot. Tief kommen. Nein. Das ist mein Problem. Ich krieg das mit der Tiefe nicht hin. Und bei dem Damm musst du ja mit dem Dings lenken. Boah, das ist so schwierig, dann die Kurven da durch den Canyon. Ja. Die finde ich auch übel, aber ich bin bei 3,45.
Nein, und da fliege ich gegen diesen verkackten Dings, um es noch tiefer zu kriegen. Fick doch die Wand ab. Nein. Wieder so ein Felsen, weißt du? 3,54 in den Canyon rein und dann an so ein Felsen mit dem Flügel. Na, dann nochmal jetzt aber hier. Jetzt aber, komm hier, neues Spiel, neues Glück. Wir kriegen Gold. Also ganz tief daran vorbei. Jetzt kann ich es ja mittlerweile. Boah, wie tief ich jetzt bin, das gibt's nicht. Alter, ich bin bis zum Canyon 0,00 geflogen und dann bin ich so ausgeartet. Ja, der Canyon, da musst du auch selber lenken, ne? Ja, weil die Kurven, die hauen da voll rein. Ja, das war. Fuck! Ja, ich weiß genau, was du meinst. Neuer Versuch! Wie oft ich das heute schon gesagt habe, gefühlt. So. Nee! Nein! Boah, nicht zu tief werden. Oh nee! Ungesund sein. Ach Mann! Ja! Gold um eine Sekunde verfehlt. Das gibt's nicht! Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, ne? Das gibt's doch nicht. Aber immerhin habe ich jetzt alles geschafft. Juhu! Ich werfe gleich den Controller in die Ecke. Hä? Ein Meter Durchschnittshöhe ist doch Gold eigentlich, oder? Das steht doch da die ganze Zeit. Ja, ja. Ich habe Durchschnittshöhe 1 Meter und ich habe Silber. Was ist das denn jetzt? Ja, bist du wahrscheinlich ganz knapp drunter. Lieber mich doch... Das lasse ich nicht, nee. Wie hast du nur die Kurven im Canyon genommen? Ja, da bin ich halt so da bin ich echt was drüber geflogen, aber das habe ich dann bei den letzten Checkpoints wieder gut gemacht. Durch den Windpark. Ah, okay, da musst du halt echt tief liegen. Alter, 1 Meter. Eine Runde probiere ich jetzt auch mal noch und dann bin ich raus. Da ist Gold, bin ich mal raus. Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Bodennah. Oh Gott. Ich weiß, warum ich eben glücklich war, dass ich es geschafft hatte. Alter Schwede. Ach! Egal, 1 Meter, das ist ja wohl, also das ist ja wohl der größte, nee, das ist ja wohl die größte Verarsche. Und damit muss ich jetzt leben. So. Oh, Backe. Dann zählt die Zeit wieder runter. Jetzt ein bisschen geübt immerhin, aber es bringt einfach nichts. Oh fuck. Buh, übelste Konzentration. Nee, okay. Ich glaube, mir langt's. Mir langt's glaub, auch. Man sollte aufhören, bevor es so schlimm wird. Ja, ne? Ich glaube, ich auch. Sonst ich würde es halt gerne noch schaffen. Tief nicht mehr raus. Mit dem Silber oder so, aber nix. Muss loslassen. Lass ja, los. Ne? Man muss loslassen. Ja. Ah, nur ein Versuch. Komm. Das ist wie eine Droge. Ja. Jetzt aber Konzentration, volle Konzentration. Hey, low. Low, low, low. Diese scheiß verkackte Höhenruder, ey. No way! 1,62. Dieser scheiß Canyon, der... Nein! Ich war so gut, ich war auf Canyon 1,10. Und baller dagegen diesen Scheiß. 1,10.
Ja, verabschiedet ihr euch schon mal. Ich probiere da nochmal was. Ich muss ja noch ein bisschen. Ich will das noch schaffen hier mit einer guten Bewertung. Ja, yeah. Jungs, was meint er? Ja, ich hab losgelassen. Ich lass los jetzt. Ich glaube, Tobi ist gar nicht mehr ansprechbar momentan. Tobi? Papa, so. Tobi! Achso, Tobi ist, glaube ich, eine Raucher. Das sagt alles, Benny. Tobi! Ich glaube, wir sollten nachziehen. Na gut, ich flieg noch einmal ins Ziel oder in die Wand und dann sag ich dir. Ich bin eh schon ziemlich weit. Und mein Motor ist kaputt und ich bin abgestürzt. Ja, ja, das ist ein schönes Gefühl. Folgenende. Dann, aber mir. Ja, erzähl ruhig. Hä? Ja, Tobi erzähl ist ja schon weg. Ich sag jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Bis, Freunde. Ja, mach's gut. Tschüss.